Der ARD-Luftfahrtexperte Michael Immel ist uns zugeschaltet. Herr Immel, bisher sind bei deutschen Unternehmen noch keine Boeing 737 MAX 8 im Einsatz, aber die TUI will mit Ihnen in etwa einem Monat starten. Müsste das Bundesluftfahrtamt da nicht aus Vorsicht erstmal einen Stopp verhängen? Also ich habe den Eindruck, Hysterie, das hilft uns im Moment wenig und auch den vielen Reisenden. Es ist klar, die wollen Klarheit haben, aber auch die Fluggesellschaften, die wollen jetzt Klarheit in den nächsten Stunden, Tagen erhalten. Und deswegen sind einige Maschinen am Boden geblieben. Das heißt, es sind die Länder, die am stärksten betroffen sind, wo es nämlich einen Absturz gab, in Indonesien und jetzt auch in Äthiopien. Dort will man Klarheit haben, dort hofft man darauf, dass Boeing auch weitere Informationen liefert in Kürze. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt eine Norwegian Airlines, die hat fast 20 Maschinen, die fliegt nach wie vor. Also dort beruft man sich darauf, man habe mehrere tausend Flugstunden absolviert, es gebe kein technisches Problem bislang. Wieso solle man die Flugzeuge am Boden lassen? Was muss denn jetzt passieren, um wirklich herauszufinden, ob es sich da um ein generelles technisches Problem bei diesem Flugzeugtyp handeln könnte oder eben nicht? Naja, wir brauchen möglichst schnell Klarheit, das ist klar. Zum einen müssen die Flugunfalluntersucher vor Ort jetzt arbeiten können. Das sind ja sowohl Experten von Boeing als auch von den Behörden, die die Maschine zugelassen haben. Auf der anderen Seite heute auch die Meldung, man hat die Blackboxes gefunden, also den Stimmenrekorder und den Datenrekorder. Das heißt, wir werden möglicherweise recht kurzfristig erfahren, was ist dort in den letzten Minuten von den Piloten besprochen worden im Cockpit, welche Daten liegen vor, was kann man daraus ablesen. Klar ist aber auch, und das muss man eindeutig sagen, aus vielen Unfällen und Unglücken aus der Vergangenheit, es gibt nicht nur das eine Problem, was zu einem Absturz führt. Und das hat uns immer wieder die Vergangenheit gezeigt. Es ist meistens eine Verkettung von mehreren Problemen, die letztlich zu einem Absturz geführt hat. ARD-Luftfahrtexperte Michael Immel, danke für die Einordnung. Gerne.